Wie ist das eigentlich? Ist das Universum aus dem Nichts entstanden? Sind wir ganz allein da? Oder gibt es noch anderes Leben da draußen? Wissenschaft und Religion haben nur widersprüchliche Antworten. Und wir? Darüber reden wir jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dr. Rolf Frohböse. Vielen Dank. Schön, dass Sie wieder da sind. Sie sind Wissenschaftsjournalist, promovierter Chemiker und Sie haben eine Reihe von interessanten Büchern geschrieben. Die geheime Physik des Zufalls. Und das halte ich jetzt auch gleich mal selbst in die Höhe hier. Der Lebenscode des Universums, Quantenphänomene und die Unsterblichkeit der Seele. Das ist natürlich ein bedeutungsschwangerer Titel, Herr Frohböse. Wie ist denn der Lebenscode des Universums? Der Lebenscode des Universums, damit habe ich die geheime Software des Universums umschrieben. Geheime Software deswegen, weil es Informationsmuster gibt oder ein Informationspool, den wir jetzt noch erst ansatzweise dabei sind, erstmal zu erkennen. Man muss ja davon ausgehen, dass das Universum heraus aus dem Urknall geboren worden ist. Jedenfalls gibt es keine ernstzunehmende wissenschaftliche Hypothese, die heutzutage dagegen spricht. Und wie wir heute auch wissen und annehmen müssen, ist, dass in diesem Urknall ja eine Wahnsinnsmenge an Informationen vorhanden war, die dieses Universum geprägt hat. Und da sämtliche Teilchen seit dem Urknall auf geheimnisvolle Weise miteinander kommunizieren, nämlich durch das Verschränkungsprinzip der Quantenmechanik, ergibt sich daraus, dass die ganzen Muster, die wir jetzt im Universum finden, bis hin nicht nur die physikalischen Muster, die Sterne, die Planeten, sondern auch das, was sich auf dem Planeten abspielt, nämlich die chemische Evolution und in günstigen Fällen auch biologische Evolution, auf einem Grundinformation basiert, die sozusagen schon da war, bevor die Evolution überhaupt einsetzen konnte. Also durch den Informationsknall, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, ja. Wir haben ja im ersten Teil des in dem anderen Interview darüber gesprochen, dass die Quantenverschränkung ja bedeutet, dass alle Teilchen im Moment des Urknalls unendlich aufeinander verdichtet und deswegen miteinander verbunden waren. Richtig. Und es da diese spukhafte Fernwirkung gibt, also alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Informationsübertragung mit ungeheurer Geschwindigkeit, mit unendlicher Geschwindigkeit wahrscheinlich. Aber ich muss Sie jetzt nochmal fragen, wenn man jetzt von dieser Quantenverschränkung ausgeht und dann sagt, ja, das hat irgendwas mit dem Leben zu tun, ist das nicht ein bisschen zu grob betrachtet? Ich meine, wir wissen ja immerhin aus der Schule, da habe ich gelernt, wie das Leben entstanden ist. Da gab es ja immerhin dieses berühmte Experiment 1953, das Miller-Urey-Experiment, bei dem man zeigen konnte, dass die Grundbausteine des Lebens in der Uratmosphäre sich einfach durch Blitze gebildet haben. Was haben Sie denn daran auszusetzen? Ich habe überhaupt nichts daran auszusetzen. Dieses Miller-Urey-Experiment war zu der damaligen Zeit sicherlich sehr wichtig, denn es hat gezeigt, wie man tatsächlich aus relativ einfachen Molekülen, die auch in der Uratmosphäre vorhanden waren, nämlich Methan und Ammoniak und Kohlendioxid, Wasser, Dampf und so weiter, durch Energiequellen, also beispielsweise Blitze, das kann aber auch thermische Energie sein oder Lichtenergie sein, dass sich hier höhere Moleküle bilden, bis hin zu den Grundbausteinen des Lebens. Das ist aber an sich nichts Besonderes. Solche Vorgänge spielen sich auch auf Planeten ab, die lebensfeindlich sind. Die Jupiter-Atmosphäre ist zum Beispiel ein riesiges Laboratorium, aber die Umweltbedingungen sind dort so harsch, dass sich vermutlich kein höheres Leben wird entwickeln können. Zumal der Jupiter als riesiger Gasplanet ja über eine wichtige Voraussetzung nicht verfügt, nämlich dem Vorhandensein einer festen Oberfläche. So, dieses Millersche Experiment aus dem Jahre 1953 zeigt aber nur, dass sich die einfachsten Grundbausteine des Lebens gebildet haben, die ersten, also Aminosäuren. Aber von da aus bis zu dem ersten Gen ist ja noch ein riesiger Weg. Niemand weiß, wie das wirklich das erste Erbmolekül überhaupt entstanden ist. Und dass sich das durch reinen Zufall bildet, das ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kiste mit Elektronikteilen nimmt, man schmeißt sie vom Eiffelturm runter und wartet, dass unten ein fertiger Computer rauskommt. Das ist nämlich die Wahrscheinlichkeit so 1 zu Trillionen. Also. Na gut, aber es hat ja auch Milliarden Jahre gedauert, bis die Erde entstanden ist. Und da sind vielleicht einfach ganz viele Sachen, ja. Gab ja viele, viele Zeit, bis dann eben das Unwahrscheinliche wahrscheinlich, also, oder...
oder nicht? Der Faktor Zeit spielt sicherlich eine Rolle, aber auch der könnte nicht erklären, dass hier also solche komplexen Moleküle einfach so heraus entstanden sind. Ich meine, wir könnten solch ein natürliches Labor nehmen, und der ist ja auch schon untersucht worden. Ein unheimlich spannender Kandidat in unserem Sonnensystem ist der Saturnmond Titan. Der verfügt nämlich über eine Atmosphäre, als einziger Mond übrigens über eine dichte Atmosphäre, die sogar noch etwas dichter ist als die unserer Erde, die etwa der Uratmosphäre, Atmosphäre der Erde entspricht. Und hier hat man ein großes physikalisches Labor und physikochemisches Labor vor sich. Man müsste mal die Moleküle untersuchen, die sich gebildet haben. Dann müsste man mal ein paar Blitze reinschicken. Ja, Blitze gibt es auch durch elektrische Entladungen, also auch, nicht? Und es gibt auch thermische Energie durch Gezeitenkräfte. Die Voraussetzungen wären vorhanden. Nur hat sich dort kein höheres Leben entwickelt, weil die Oberflächentemperatur zu gering ist. Die liegt aufgrund der großen Sonnendistanz bei minus 180 Grad. Da kriegen die Lebenskeime auf gut Deutsch gesagt den Hintern nicht hoch. Kalte Füße. Ja. So, also Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die reine kausalistische Betrachtungsweise ist bei der Entstehung des Lebens da einfach stößt an ihre Grenzen. Ja. Und es muss andere Mechanismen geben, wie Leben entstanden ist, was das alles soll. Was ist denn da Ihr Kenntnisstand? Also, man muss davon ausgehen, dass es eine kosmische Ordnung gibt, die bereits durch diesen Urknall, in diesem Urknall sozusagen implementiert war, und aus dieser kosmischen Ordnung heraus sozusagen Quantenzustände unsere Evolution beeinflusst haben und auch zur Ausgestaltung des Lebens geführt haben. Man muss ja vom Folgenden ausgehen. Evolution findet ja auf vielen Ebenen statt. Auch in der unbelebten Natur. Wenn man beispielsweise mal nur den Kristall einer Schneeflocke sieht, wie wunderbares Muster sich ausbildet. Und wobei jeder Kristall unterscheidet sich von jedem anderen durch kleine, feine Nuancen. Es gibt keinen Schneekristall, der dem anderen exakt gleicht. Das heißt also, aus reinem Wasserdampf heraus, der relativ ungeordnet war, wo die Moleküle noch hin und her fliegen, bildet sich solch eine wohlgeordnete Struktur. Es gibt eine höher geordnete Information, die kommt aus dem Kosmos heraus, führt dazu, dass wir hier wunderbare Kristalle haben auf der Erde, nicht nur in Form von Schnee, sondern auch in Mineralien, die dazu führt, dass sich Leben unter günstigen Voraussetzungen sozusagen Fuß fasst. Und in dem Falle würde ich auch Darwin widersprechen. Also das Leben ist kein Zufall, und Darwin hat einen bestimmten Zeitast der Evolution nur betrachtet, die Entstehung der Arten und mit der Anpassung an Umwelt und so weiter. Aber wie sich sozusagen die ersten Lebenskeime entwickelt haben, das kann ja die Darwin'sche Theorie überhaupt nicht erklären. Und vor allem gehe ich von einem aus, dass sich Leben keine Ausnahme ist im Universum, sondern sich aufgrund dieses Lebenscodes des Universums überall dort entfaltet, wo es nicht durch harsche Umweltbedingungen unterbunden wird. Also von unserer Erde aus betrachtet sieht es ja so aus, als wären wir die Einzigen, weil in unserem Sonnensystem, zumindest soweit wir das wissen, kein anderes biologisches Leben existiert. Weswegen wir davon ausgehen, dass zumindest die Entstehungsvoraussetzungen für Leben sehr eng gefasst sind. Die sind insofern eng gefasst, weil sie man kann vielleicht sich über Ausnahmen kann man nachdenken, aber wenn Leben in unserem Sinne entstehen soll, also Leben, was auf Kohlenstoffbasis auch funktioniert, dann muss ein entsprechendes Medium da sein, und das ist flüssiges Wasser. Und wenn man flüssiges Wasser nimmt, gibt es in jedem Sonnensystem nur einen beschränkten Lebensraum. Das ist die sogenannte Biosphäre auch, nicht, des Universums. Und wenn wir jetzt mal gucken, unsere Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, dann ist gerade die Erde genau in dem richtigen Abstand zu ihrem zentralen Ofen. In der sogenannten habitablen Zone. Die habitable Zone, nicht? Oder auch die Biosphäre, kann man auch sagen. Also das ist diese, wo Leben, also höheres Leben zumindest möglich ist. So, die Venus ist bereits zu nah an der Sonne, die ist über 400 Grad heiß. Der Mars liegt vielleicht am Rande der habitablen Zone, aber der gute Junge, der ist leider etwas zu klein geraten. Der hat einen Großteil seiner ursprünglichen Atmosphäre eingebüßt. Mars könnte
der Mars könnte im Anfang, als er eine dichte Atmosphäre hatte, man hat auch nachgewiesen, dass er mal vielleicht über 1 Milliarde Jahre sogar flüssiges Wasser beherbergt hat, er könnte, einfaches Leben könnte dort entstanden sein und oder Vorstufen von Leben. Wenn man das nachweisen kann, und deswegen gehen auch viele Expeditionen dorthin, das wäre schon ein großer Durchbruch. Ich glaube, es ist auch jetzt nachgewiesen worden, dass es auf dem Mars Wasser gibt. Also das ist das Wasser, dass es Wasser gibt, ja. Ja, ist nachgewiesen das weiß worden. Man. Gut, Sie sagen aber jetzt, das ist ja quasi jetzt so die grobstoffliche, die kohlenstoffbasierte Definition von Leben. Aber da Sie ja sagen, Leben ist ein Grundprinzip im Universum, das muss es da woanders auch geben. Ich meine, wir reden ja auch immer von Außerirdischen und sowas, ja. Denken oder halten Sie es für denkbar, dass sie dann auf irgendeiner anderen Basis existieren? Auf Siliziumbasis oder was weiß ich? Oder auf interessante Frage. Ich glaube es nicht, weil das gerade als Chemiker habe ich mich natürlich mit dieser Thematik stark befasst. Und diese Lithiumchemie ist neben der Kohlenstoffchemie eine sehr faszinierende, aber wir kommen längst nicht in diese Strukturen ran, die wir in dieser Varietät heran, die wir in der Kohlenstoffchemie haben, weil komplexere Siliziumverbindungen gerade auch, gut, jetzt muss ich ein bisschen in die Tiefe gehen, auch wo es vielfach Bindungen gibt, also im Bereich der Kohlenstoffchemie, die sind bei der Siliziumchemie einfach instabil. Okay. Und deswegen ein Leben auf dieser Basis kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das Einzige, was man sagen kann, ist Leben außerhalb der habitablen Zone, gewisse Bereiche, die autark, wo autarkes Leben existieren könnte. Das wäre ein Kandidat ist zum Beispiel der Jupitermond Europa. Der hat also eine feste Eiskruste und darunter befindet sich, gespeist durch die Gezeitenkräfte, die er beim Umlauf und im Jupiter erfährt, ein Ozean aus flüssigem Wasser. Und am Grunde dieses Ozeans sind wahrscheinlich, ähnlich wie bei uns in der Tiefsee auch, gibt es Vulkanismus, sogenannte schwarze Raucher. Und dort könnte durchaus Leben existieren, aber nur autark, das heißt unter der Oberfläche, weil die Oberfläche ist extrem lebensfeindlich. Temperaturen unter minus 100 Grad, keine Atmosphäre, starke Strahlung vom Jupiter. Ja. Und aber es ist sehr schwierig nachzuweisen. Man müsste eine Raumsonde haben, ja. Einen Penetrationsroboter, der sich durch das Eisdecke durchbohrt, um dann ein U-Boot als Tauchsonde jetzt wiederum durch diesen Ozean schickt und versucht, das aufzuklären. Okay. Gut, also aber da heißt das, Sie gehen davon aus, dass wenn Leben ein Grundprinzip im Universum ist, dass es sich zwingend auf Kohlenstoffbasis überall gebildet haben muss. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, mich also da so mit Absolutismus festzulegen. Aber ich muss sagen, vermutlich ja. Okay, gut. Sie haben ja auch in Ihrem Buch beschrieben, dass die Desoxyribonukleinsäure. Ribonukleinsäure, die DNS, eine geheimnisvolle Eigenschaft hat. Sie scheint mehr zu sein als der eigentliche Träger des Lebens. Sie scheint auf Gefühle zu reagieren. Ja, da hat es am HeartMath-Institut in den USA hat es beeindruckende Experimente gegeben, dass Menschen, die sich sehr stark, es waren auch Schauspieler, sich auf bestimmte Dinge konzentrieren konnten, sich also versucht haben, Gefühle zu übermitteln. Und tatsächlich war es so, dass die DNA also auf Gefühle reagiert hat. Und wie hat sie hier drauf reagiert? Ja, zum Beispiel, also sie hat also ihre Form geändert. Nicht, also die DNA ist ja jetzt ist ja ein gewundenes Molekül und sie hat sich also aufgewunden und wieder zusammengefaltet. Und man konnte zeigen in den Experimenten, dass DNA auf Einflüsse von außen reagiert. Das heißt also, dass wir mit unserem Willen durchaus auch unseren Gedankenwelt mit der Materie auch unter bestimmten Voraussetzungen in Verbindung treten können und dass hier Interaktionen stattfinden. Was hat denn das jetzt für einen Einfluss jetzt auf mich als Menschen? Also die DNS ist ja in jeder einzelnen Zelle enthalten meines Körpers. Ändert sich dann quasi irgendwie in ihrer Form, wenn mich jemand anschreit oder wenn mir jemand schöne Augen macht oder wie? Das ist wieder ein anderes Thema. Ja, also da spielen natürlich außer der DNS noch ganz andere Bereiche mit rein. Irgendwelche neurochemischen Prozesse. Ja, da sind also ganze Reihe von chemischen Prozessen, die hier einsetzen. Aber auch das gehört im Grunde dazu, weil es eben weiche Faktoren sind, die auf uns einwirken und unsere Körperchemie schon sehr stark beeinflussen.
So, wie kommt das eigentlich, dass so ein Molekül auf Gefühle reagiert? Also das ist die große Frage. Das ist auch, die sind dabei, jetzt das näher zu erforschen. Das waren die ersten Experimente dieser Art auch. Und das hat mich selber so ein bisschen auch vom Hocker gehauen. Und ich hoffe, dass sich diese Sachen auch in späteren Experimenten verifizieren lassen. Und dass es hierfür auch ein plausibles Erklärungsmuster gibt. Und es ist aber der erste Ansatz, der zeigt, dass unsere Welt nicht so funktioniert, wie wir immer dachten, so rein materialistisch. Und wir sind am Rande eines ganz komplexen Indizienprozesses auch, der uns zeigt, dass unsere Welt, also die rein materialistische Betrachtungsweise unserer Welt, dass die eigentlich ad acta gelegt werden muss. Und das ist ja leider immer noch das alte Schulbuchwissen und das wird euch in den Lehrbüchern bislang immer erklärt. Und leider gibt es auch Hochschullehrer, die sich auch und Wissenschaftler, die sich ich will jetzt nicht nur Hochschullehrer darunter verstehen, sondern auch unabhängige Wissenschaftler, die versuchen, in diesem Bereich was zu machen. Die werden teilweise auch ziemlich arrogant abgetan und werden teilweise verspottet oder angegriffen. Aber das ist uralt in der Wissenschaft, nicht? Der Alfred Wegener, nicht? Der die schöne Kontinentalverschiebungstheorie aufgeklärt hat, der ist ja auch auf schlimmste Art und Weise von seinen Fachkollegen angegriffen worden, weil er war kein Geologe, sondern Meteorologe. Hm. Nicht? Und in der Sprache seiner Zeit nicht, haben ja andere böse Briefe geschrieben, o heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an und in diesem Stil. Nicht? Verschon mich die anderen an. Okay, gut. Gibt es da draußen denn noch anderes Leben im Universum? Also ich bin fest davon überzeugt. Wir haben Millionen von Sternen in unserer eigenen Milchstraße. Wir haben ja auch Milliarden von Milchstraßensystemen. Es gibt, irgendein Wissenschaftler hat schon vor vielen Jahren mal gesagt, es gibt mehr Sonnen im Weltall als Sandkörner am Meer. Und wie wir heute nachgewiesen haben, sind die meisten dieser Sterne auch von Planeten umgeben. Das heißt also, Entstehungsprozess von Planeten ist auch keine Ausnahme, sondern eine Regel im Universum. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass viele dieser Planeten sich in einer habitablen Zone um ihren Stern herum befinden, wo es weder zu kalt noch zu heiß ist. So. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt also auch auf anderen Planeten Lebewesen, es gibt bei uns offensichtlich Lebewesen und wir darüber gesprochen haben, dass unsere Wirklichkeit ja eigentlich nur so eingebettet ist, eine transzendente Wirklichkeit, ja, heißt das. Das heißt, wir müssen jetzt mal darüber reden, über das, wie das ist mit dem Jenseits, mit dem Leben nach dem Tod und ob das dann auch für die Außerirdischen gilt. Ja, absolut, denn diese Entstehung des Universums, nach dem Urknall, diese Information, die im ganzen Universum ist, die betrifft ja nicht nur unser kleines Sonnensystem und unser irdisches Dasein, sondern die betrifft ja den gesamten Kosmos. Das ist ein Code, der sich über das gesamte Universum erstreckt. Und deswegen, wenn man das Ganze jetzt mal religiös betrachten würde, nicht? Denn ist es keine Gotteslästerung, wenn ich sage, unser Gott ist sozusagen die Software des Universums hervorgebracht, sondern Gottes Macht ist ja sehr viel größer. Der hat nicht nur unsere kleine Welt erschaffen, sondern das gesamte Universum. Mhm. Und wahrscheinlich mit auch Milliarden von bewohnbaren Planeten. Mhm. Alles andere wäre reine Verschwendung gewesen. Also das ist ja auch, die ganze Logik würde ja zusammenbrechen, wenn wir ja hier also als einziger bewohnter Planet wären und draußen würde sozusagen nur tote Materie existieren. Also das wäre ja eine deprimierende Vorstellung. Also die geheime Software des Lebens ist sozusagen das Grundprinzip des Lebens, das im ganzen Universum gilt und die Materie, die sich da zusammen geklumpt hat und richtig, die Planeten ist, und unsere Körper ausmacht. Das ist die Informationsquelle, die dafür gesorgt hat, dass hier auch einfache Moleküle, nicht nur von wie Miller und Urey, Methan und Ammoniak hier zu ersten Bausteinen der Aminosäuren zusammengefügt haben, sondern auch, dass hieraus auch die ersten Erbmoleküle und Zellen auch entstanden sind. Gibt es eine unsterbliche Seele?
die gibt es, weil ja, wenn Information kann nicht aus dem Nichts heraus geboren werden, die kann auch nicht ohne weiteres verschwinden. Ich bin davon überzeugt, dass es so etwas wie eine unsterbliche Seele ist. Aber fragen Sie mich bitte nicht unbedingt danach, wie das mal aussieht, wie wir uns später fühlen, ob man auch noch als richtig als Individuum existiert. Einiges spricht für mich dafür. Aber es ist so, wie Professor Dürr auch schon gesagt hat, das ist, wir sind sozusagen hier die... Hans-Peter Dürr, der Leiter des Max-Planck-Instituts für Physik in Langkirchen, Leiter des Max-Planck-Instituts für Physik in München. Der hat das ja schon gesagt, dass wir sozusagen nur die Schlacke sind und wir dann das andere sozusagen, das umgebende große Ganze, in das wir jetzt schon eingebettet sind. Lassen Sie mich mal ein Beispiel nennen. Ich hatte vorhin über die Schneeflocke gesprochen. Und da steckt ja auch eine gewaltige Information bereits dahin. Wenn man etwas erklären will, und das passt jetzt eben zu dieser Seele, was wird mal aus uns, dann braucht man ein passendes Bild. Und da hatte ich mir das Eisbergmodell erklärt. Schnee, also Wasserdampf verdunstet, die geballte Information des Universums führt dazu, dass wir wunderbar hoch symmetrische Schneekristalle haben mit wunderbaren Muster. Die verdichten sich nachher in Gletschern. Ein Gletscher, der schmilzt ab. Und ein Eisberg bricht ab, beispielsweise in den Küsten Grönlands. Und da schwimmt nachher im Meer. Da ist in diesem Gletscher noch die Ursprungsinformation enthalten von Trillionen von einzelnen Schneeflocken und so weiter. Aber der schwimmt jetzt im Meer, er schmilzt ab. Das ist der Prozess des Sterbens. Und all das, was an Informationen ursprünglich vorhanden war, von diesen Schneeflocken und so weiter, von diesen Mustern, geht nachher in den einzelnen Ozean wieder über. Und so stelle ich mir das vor, wie es ungefähr sein könnte, auch in unserem Leben. Das, also, was uns ausgemacht hat, uns als Wesen, an Informationen, dass es eingeht in einen kosmischen Ozean, wo diese Information wieder einfließt. Das heißt, okay, ergeben sich ganz viele Fragen. Wir reden ja auch über Reinkarnation und so weiter, ob man dann eigentlich wirklich genau wieder mit seinem eigenen Seelenanteil, der da drin schwimmt, wieder geboren wird oder andere Anteile mit hat und so. Wer weiß, wissen wir nicht. Oder was ist Ihre Meinung dazu? Haben Sie eine Meinung dazu? Ich habe eine Meinung dazu, aber ich kann die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Okay. Man kann es natürlich so betrachten, unsere Wirklichkeit ist, dass die greifbare materielle Wirklichkeit ist halt diese kleine Insel, auf der wir schwimmen, in diesem riesengroßen, transzendenten Universum, wo kein Raum existiert, keine Zeit existiert, wo alles miteinander verbunden ist, wo wir zurückkehren, wenn wir sterben, aber man kann es ja eigentlich auch so sehen, dass wir wie in so einer Art Matrix leben oder in einem Computerspiel. Ich habe es vor kurzem gehört, der amerikanische Unternehmer Elon Musk, das ist der SpaceX, diese Raketen, glaube ich, ins All schickt, der geht mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass wir in einem Computerspiel leben und er kommt von der anderen, von der anderen Seite her. Er sagt, die Computerspiele waren vor 30 Jahren eben nur Punkte und Striche und inzwischen haben wir fotorealistische 3D-Umgebungen und wenn man das so weiterdenkt, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Realität, die diese Computerspiele abbilden, so realistisch ist, dass uns kein Unterschied mehr zur wirklichen Wirklichkeit auffällt. Ja, das sind natürlich nette Gedankenspielereien. Also das ist mal was, also da kann man mal drüber diskutieren, wenn man drei Bierchen getrunken hat. Okay, aber es erinnert mich an eine nette Geschichte, die habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen. Und zwar, das war ein dreijähriger amerikanischer Junge, der saß zu Hause vorm Fernseher und kriegte plötzlich einen Schreianfall. Und es war so, sein Vater war auch bekannt, also tritt auch öfters in Diskussionen auf und der Junge war zufällig, war der Fernseher angeschaltet, als sein Vater auftrat. Und der Junge kriegte fürchterliche Angst, er kannte seinen Vater wieder und er dachte, er sei in einem Kasten gefangen. Ja, aber leben wir in einer Matrix? Geht so ein bisschen in diese Richtung. Aber kann man sagen, wir leben in einer Matrix oder wie würden Sie das sehen? Ja, also kommt drauf an, was man als Matrix bezeichnet. Wenn man natürlich das, was man sagt, dieses große Ganze, was uns umgibt, was auf uns einwirkt und sozusagen, wenn Professor Dürr das sagt, wir sind quasi wie so eine Art Kondensat, nicht? Also ich würde es jetzt mal nicht als Schlacke bezeichnen, sagen wir mal das Sahnehäubchen auf dem Cappuccino. Dann kann man schon sagen, ja, wenn wir das als Matrix im weitesten Sinne bezeichnen wollen. Nicht? Ja. Hoffen wir, dass dann keiner mit dem Löffel kommt und umrührt. Da weiß man nicht, was dann rauskommt. So, jetzt wichtige Frage noch. Welche
Welchen Aufbau hat das Universum denn an sich, wenn Sie sagen, da gibt es das Grundprinzip des Lebens, da muss es ja auch irgendwie ein Grundprinzip des Aufbaus des Universums geben und in welche Dimensionen erstreckt sich das? Das ist eine Frage, die mich schon ewig lang berührt und bewegt. Ich bin durch Ihr Buch und durch Ihre Vorträge darauf auf eine interessante Untersuchung gestoßen an einer Universität, wo man versucht hat, das Universum theoretisch nachzubauen und ist dabei auf ganz erstaunliche Ergebnisse gestoßen. Man hat versucht, so die Entwicklung, die Evolution des Universums per Software nachzugestalten. Dabei ging es nicht um ein Abbild unseres Universums, sondern dass man aufgezeichnet hat, wie aus den Anfängen heraus die Struktur des Universums da ist. Ich habe jetzt leider kein Bild da, was ich Ihnen zeigen könnte. Dieses Bild zeigt genau, dass dieses Universum, wenn man sich die Organisationsstrukturen ansieht, die zum Aufbau geführt haben, verblüffend dem Aufbau einer Gehirnzelle verblüffend ähnlich sind. Man sieht einzelne Stränge, an denen offensichtlich auch Informationen lang fließen oder geflossen sind. Und jetzt hat man Strukturen, die im Bereich von weniger als einen Millimetern von Mikrometern sind, wie bei einer Gehirnzelle, die man sieht. Und man andererseits Strukturen, die sind verblüffend ähnlich, wo es über Millionen von Lichtjahren geht, über die Distanz. Und die sehen sich verblüffend ähnlich. Und wenn man annimmt, dass im frühen Universum natürlich auch diese ganzen Stränge, die dort sind, irgendeinem Informationsfluss gedient haben, dann kommt man natürlich auch zu folgender Überlegung, dass hier tatsächlich die Quantenverschränkung als Informationskanal gedient haben muss. Weil, wenn nicht, würde die Lichtgeschwindigkeit gelten. Und ein Informationsfluss, der Milliarden von Jahren dauern würde, würde keinen Sinn machen, um diese Strukturen zu kreieren und ein funktionierendes Universum hervorrufen würde. Das heißt also, diese Strukturen dieser dort, das war übrigens, glaube ich, eine ESA-Studie war das, die zeigt, dass das Frühuniversum so komplexe Strukturen zeigt wie eine Nervenzelle, eine von lebenden Organismen, ist da für mich ein sehr starker Indikator, dass hier Informationsfluss über die Quantenverschränkung stattgefunden hat und dass das gesamte Universum im Grunde genommen ein großer Informationspool ist, der auch natürlich in unser Leben auf vielfältige Weise eingreift. Die Selbstähnlichkeit von kleinen Strukturen und in größeren Strukturen, die Ähnlichkeit mit größeren Strukturen, die findet sich ja jetzt nicht nur in dem Bereich dieser Gehirnzellen und es ist ja trotzdem nur eine theoretische Simulation. Ja? Ich meine, welcher Heimcomputer wäre in der Lage, das Universum wirklich zu simulieren? Ja? Also stellen sich zwei Fragen. Also erstens, ist es nur ein Rechenfehler von dem Computer? Oder zweitens, ist das Universum vielleicht tatsächlich fraktal aufgebaut? Und es gibt lauter solche Ebenen. Ich meine, wir reden ja zum Beispiel auch über das Atom, ja, wo Teilchen um einen Atomkern kreisen, so wie Planeten um einen Zentralgestirn kreisen. Das ist ja auch wie so eine, könnte man sagen, ähnliche Systeme. Wiederholt sich alles auf allen Ebenen und wir wohnen halt einfach nur auf einer dieser vielen Ebenen? Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Nur dieses Bild mit den Elektronen, die um einen Kern kreisen wie Planeten, das war so das Anfang des Bohrschen Atommodells. Das gilt ja heute nicht mehr. Das ist heute nicht mehr so. Man hätte vielleicht vor 40, 50 Jahren hätte man noch derartige Visionen haben können, dass sich hier vielleicht im Kleinen was ist, dass sich ein Mikrokosmos vielleicht existiert. Da hat es doch früher sogar mal Theorien gegeben, dass möglicherweise da so sozusagen die Elektronen so wie die Planeten sind. Aber das ist sicherlich der falsche Weg. Es zeigt sich aber, dass hier viel wichtiger ist, dass diese große Information, die dort im Universum ist, praktisch wie die Software in einem, man muss sich vorstellen, man hat ein gigantisches Universum, ist wie ein gigantischer Computer und dass man hier auch eine Software hat und die das sozusagen reguliert. Und da glaube ich, dass hier der richtige Ansatz ist, um vieles von dem zu erklären. Ob man das Ganze hier vom Fraktalen ausgeht oder so, das ist jetzt vielleicht zweitrangig. Aber es gibt eine kosmische Ordnung, die, glaube ich, in all unsere Lebensprozesse eingreift. Und das wollte ich Sie auch gerade fragen, dass es gibt ein Grundprinzip des Lebens im Universum,
Das Leben ist unendlich, Bewusstsein lebt weiter und es gibt ein Ordnungsprinzip im Kosmos. Kosmos heißt ja auch Ordnung. Was bedeutet das jetzt, wenn wir diese Erkenntnisse, auch diese modernen Erkenntnisse der Quantenmechanik und was in Ihrem Buch steht, jetzt wirklich mal zur Kenntnis nehmen? Was bedeutet das für unser Alltagsleben, für unser Bewusstsein, für unser Leben im Alltag? Ja, also ich denke, wenn man sich das wirklich mal auch mal, dass wir etwas bewusster auch leben sollten. Ich finde, wir sollten es einfach zulassen und uns sagen, dass nicht alles einfach so erklärt werden kann, wie sozusagen die Tasse, die vom Tisch fällt aufgrund irgendeiner Kausalität, sondern dass es um uns herum, dass es eine sehr viel größere Ordnung auch gibt. Und vor allem, und das ist meine eigentliche Mission auch, ich denke, da wir ja alle Menschen, also hier über dieses Band auch miteinander verbunden sind, ich würde mir wünschen, eine Welt, in der man auch etwas friedfertiger und respektvoller einfach auch miteinander umgeht. Denn wir alle sind ja sozusagen mit über dieses geheimnisvolle Band miteinander verbunden. Und insbesondere den größten Blödsinn, finde ich, Schwachsinn, ja, dass hier noch Kriege zwischen den Religionen geführt haben. Das zeigt im Grunde genommen, wie mittelalterlich unsere Welt immer noch ist. Es gibt nur einen Schöpfer, das kann nur einen Schöpfer geben, der das gesamte Universum geschaffen hat. Alles andere wäre eine reine Paradoxie, wenn wir für jedes Weltensystem einen anderen Gott annehmen würden, denn hätten wir eine Riesenpopulation von Göttern und das würde einfach jeglicher Logik auch widersprechen. Und wenn wir hier von einem einheitlichen Schöpfer ausgehen, der das gesamte Universum in dieser Vielfalt und in tollen Eigenschaften auch geschaffen hat, unser Leben, da sollten viele mal drüber nachdenken, anstatt sich über Kleingedrucktes in den Religionen noch gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Oder ist der Schöpfer vielleicht selber die Schöpfung? Denn sonst muss man ja fragen, wer hat denn den Schöpfer geschaffen? Ja, das ist, da kommen wir natürlich rein, was war vor dem Urknall. Und genau. Das ist, ja. Also, wer hat die Lunte angezündet? Ja, also die Physiker, die reden sich raus und sagen hier nicht, dass vor dem Urknall nicht, da stand die Zeit sozusagen still, das war eine Singularität und so. Da kann sich natürlich der Laie auch nicht viel drunter vorstellen. Lassen Sie uns erstmal noch einen Schritt machen. Wir sind wir stehen am Anfang eines wirklich sehr komplexen Indizienprozesses auch, um hier viele Phänomene zu erklären. Und ich denke, wenn wir hier konsequenterweise erstmal damit anfangen, sagen, wir haben einen Urknall gehabt und wir haben eine riesen Informationslawine gehabt, den sozusagen die geheime Software des Universums ausmacht, unser Leben dirigiert, dann sollten wir erstmal daran arbeiten. Und wenn wir das gründlich erforscht haben, dann könnten wir letztendlich die Frage stellen, ja, was war denn vorher? Und vielleicht gibt es ja tatsächlich so etwas wie eine physikalische Singularität. Ich persönlich glaube was anderes. Hm. Und vielleicht. Ja, also ja. Darf ich das mal auf? Ja. Was ich persönlich glaube, bitte, ist, dass das Weltall sich nicht unendlich ausdehnt, sondern irgendwann wieder komprimiert. Und dass es sich wieder verdichtet und dann es wieder einen neuen Urknall gibt. Die Herzschlagtheorie. Die Herzschlagtheorie, ja. Also da bin ich ein Anhänger von. Also das wäre für mich physikalisch viel plausibler. Hm. Vielleicht ist ja auch die Frage, was war davor, auch irgendwie in die falsche Richtung gestellt. Ja, vielleicht muss man eher fragen, was war darüber oder was ja, war. Ja. Man weiß es nicht. Hm. Aber es ist ja schön, irgendwie beruhigend auch zu wissen, dass wir offenbar in einen sinnvollen Kontext eingebettet sind. Ja, wie schlimm das wäre eigentlich, wenn es nicht so wäre. Stellen Sie sich das mal vor, ja. Und bedeutet ja auch, wenn es wirklich da draußen Leben im All gibt, dass die Jungs vielleicht mit sich reden lassen, dass die nicht ganz so durchgeknallt sind und verrückt. Und dass die vielleicht auf die Erde herabblicken und wenn sie die Menschen entdecken und sich sagen, oh, das sind Menschen, sind die gefährlich? Nee, im Moment führen die noch Krieg gegen sich selber. Ja, das kann durchaus sein. Also, es ist natürlich im einem belebten All so, dass wir natürlich haben die einzelnen Sterne und so, die haben ja auch ganz unterschiedliches Alter. Das heißt, wir haben sicherlich bewohnbare Planeten, die sind sehr viel jünger. Dort werden wir voraussichtlich nicht nach Leben suchen dürfen, jedenfalls nicht höher entwickeln, weil einfach der Evolutionsprozess noch zu klein war. Und dann gibt es auch welche, die sind wesentlich älter. Und da ist natürlich die geheimnisvolle Frage, wie lange dauert eine technische Zivilisation? Existieren wir in 100.000 oder 1 Million Jahren überhaupt noch? Oder hat Intelligenz das auch
Neigt die zur Selbstvernichtung, oder? Oder haben die sich vielleicht schon so weit entwickelt, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, sie als intelligentes Leben zu erkennen? So wie eine Ameise, die an meiner Socke hochkrabbelt und vielleicht auch mich nicht in meiner Gesamtheit. Fragen über Fragen, Herr Kobüse. Wir könnten ewig so weiterreden. Ja. Ewig ist das Universum, unsere Sendezeit leider nicht. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da gewesen sind. Der Lebenscode des Universums ist Ihr Buch. Spannende Sache. Ich danke Ihnen vielmals und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.